Ja. Das Update 1.2 ist da. Muss ich erstmal hier ein bisschen den Sound anpassen. Dummerweise ist mir vorhin was passiert. Ich saß mit dem Gamepad auf meinem Stuhl hier vor dem Computer. Und ja, kurz und knapp, der Stuhl ist zerbrochen unter meinem Arsch. Ich bin dadurch hingeflogen, auf dem Gamepad drauf. Es war wie irgendwie wie bei Loriot, mit dem Kopf dann noch an die Lampe geknallt. Also ist das ganze Zimmer war derangiert. Jetzt ist das Gamepad im Arsch. Ist ein Microsoft Xbox Gamepad und ich kann das auch nicht aufschrauben, ne? Also die neueren, die kannst du einfach nicht aufschrauben, weil die von Microsoft Wichser sind. Die wollen nicht, dass man ihren Krempel repariert, ihren billigen Plastikscheiß, den sie teuer verhökern für 60-70 Euro. Ich habe auf dem Gamepad gesehen für über 200 Euro. Ja, und jetzt ich wollte eigentlich auch Auto fahren hier, das kann ich jetzt vergessen ohne Gamepad. Und ich habe mich im letzten Video noch aufgeregt, wer fährt denn schon mit Tastatur und Gamepad? Warum fixen die so einen Scheiß? Ja, jetzt muss ich mit Tastatur und Gamepad fahren. Logisch, was für ein Zufall. Richtig geil, ich freue mich. Zielhilfe. Mengendichte. Ja, hier ist eigentlich nicht wirklich Neues, ne? Tastenbelegung. Vorwärts bewegen. Mal sehen, ob ich jetzt die Pfeiltasten umbelegen kann. Yay! Das war nämlich eins der Dinger, die nicht wirklich gefunzt haben. Man musste auf den Nummernblock, also ich spiele ja immer mit dem Nummernblock oder musste jetzt mit dem Nummernblock spielen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder umgewöhnen. Das ist so. Naja, hoffentlich klappt's. Mal schauen. Ja, so, fortfahren. Weil ich wollte ja eigentlich mal schauen, hey Leute, ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Ob man und, was sagt möglicherweise, ob dieser Lichtbug weg ist, wenn man Auto fährt. Weil das war ja wirklich bisher immer sehr nervig. Und ob die Minimap auch ein bisschen besser ist. Ja, und der ganze andere Scheiß. Ah ja, hier war ich im letzten Video ja fertig mit Kacken. Ah, toll. Ich komm jetzt hier raus. Ja, ich dachte, die haben das mal grafisch hier ein bisschen gelöst. Hier, ne? Wenn man auf den Boden hier schaut, ich ziel mal dahin, da klimmert das immer noch so komisch. Also das haben sie immer noch nicht gemacht. Die Maus zieht auch nach hier. Ja, ja, das glimmert immer noch nach hier. Das ist natürlich scheiße. Eigentlich, ich habe mir diesen Changelog natürlich auch durchgelesen. Die Maus zieht nach, sehe ich gerade. Merke ich gerade. Die war vorher intuitiver und besser. Wo ist denn hier eine Straße, sagen wir. Melde dich bei Militech-Agentin Stout. Naja, die war ja im letzten Video nicht auffindbar. Ach, hier ist eine Straße. So, jetzt hole ich mir mal das Auto. Scheiße. So. Ja. Ah, WASD. Ach, wie geil. Ja, jetzt ist es natürlich Nacht. Es ist immer Nacht oder es regnet. Ja, fährt sich natürlich richtig scheiße. Weil ohne Gamepad ist das richtig Müll, ne? Ja, ich dachte eigentlich, die haben die Straßenbeleuchtung ja auch ein bisschen verändert, aber auch das ist nicht wirklich gut. Hier sieht man es. Moment, ich muss auch die Scheiße ausmachen.
Ja, also die Lampen leuchten nicht wirklich. Außer man fährt wirklich 10 mm daran hier. Sehr schön. Oh, das ist so scheiße mit Tastatur. Ja, genau so sieht das eigentlich aus hier. Tja, jetzt muss ich mir erstmal einen neuen Gamepad kaufen. Ach, ist das eine Freude, weil ich fahre ja hier so wie in echt, ne, besoffen. Also ohne Gamepad hier rumfahren, da kann ich mir eigentlich auch die Arme abhacken und mich Stummelchen nennen. Da kann ich das auch mit meinem Doppelkinn, kann ich das auch machen. Ja, das ist so scheiße. Tja, ich hätte es gerne mal geguckt, ob sie da beim Gamepad was verändert haben, aber das ist ja im Arsch, ne? Fuck the cat. Ja. Oh, hier ist ein Überfall. Den überfalle ich jetzt auch mal, den Überfall. Wenn wir schon mal hier sind. So, hier ist Rennen. Ne, hier ist Springen. Ist dasselbe. Und was mich auch ärgert, man kann offenbar nicht mehr diese einen Quick-Hacks gegen Bö die ganz großen machen. Diesen Systemneustart. Komm. Na, vielleicht kann ich hier. Ups. Ja, weil du auch zu dumm bist. Ja, gibt es ja auch Schaden oder? Ach, die müssen mich erst treffen. Aha. Wow, das ganze Magazin leer geballert hier. Oh. Wow. Oh, macht dem nicht sehr viel aus, der. Die können aber immer noch nicht klettern. Na, ich dachte, das haben die mal gelernt. Oh. Wie kann man nur mit Schrotflinten rum. Also, ich verstehe. Leuchtet das nicht so? Wenigstens Headshots klappen. Fleischwunde! Fleischwunde! Wieso Fleischwunde? Alter! Jetzt überhitze ich dich auch. Die Eule Sau, Alter. Ja, da guckst du blöde, wa? Ich kann das auch. Yay! So, jetzt hocke ich hier. Ah, ich kann hier nicht aufstehen, okay. Neutralisiere die Täter. Ja, das habe ich jetzt gerade getan. Scharfschützenwehr. Schön, dass immer die Munition hier ist, die ich nicht habe. Die ich nicht brauche. Wertlos. Ah, eben die Granate kann man brauchen. Wäre. Ich muss dann mal gucken, wie es im Hellen aussieht mit dem Autofahren. Drohnenaufnahmen, bla bla bla. Ach Leute. Ah, und die Autos sind immer noch behindert, ne? Die können hier. Die, warum fährt er hier her? Warum fährt er nicht rückwärts? Die können nicht rückwärts fahren. Immer noch nicht. Die sind nach wie vor dumm wie Brot. Wo fährt der hin? Da hält er jetzt auch dort an. Was ist mit dem hier? Hallö? Ja. Immer noch derselbe dämliche Move. Also ich habe mir den ganzen Changelog-Scheiß durchgelesen. Da ist so gut wie nichts dabei, was ich eigentlich hier beschissen fand. Wie zum Beispiel die KI der Fahrer. Ja, und wie ich sehe, die Minimap ist noch genauso behindert. Da haben sie auch nichts gemacht. Ach, Junge. Ah.
Jetzt hängt er fest. Moment. Man kann das Licht umschalten? Guck an. Auf Alt. Licht ausmachen? Normal. Moment, ich brauche jetzt immer mal ein bisschen mehr Abstand hier. Geh weg hier, Müll. Ja, jetzt schalte ich das Licht wieder an und aus. Hier, da. Haha, aber... Jetzt muss ich mal eine Wand suchen. Ja. Wow. Das Fahrmodell, sag mal, haben die das hier behinderter gemacht oder was? So. Ja, also das hilft jetzt auch nicht wirklich. Aber man kann das Licht umschalten. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht so richtig gemerkt. Vielleicht war das vorher schon da, keine Ahnung. Aber die Minimap, das war ja einer der größten Kritikpunkte überhaupt. Da haben sich ja viele aufgeregt und tun es noch immer wahrscheinlich. Aber ich sehe hier nicht, dass sich das da wirklich massiv geändert hätte. Das ist eigentlich eher eine Makro-Map, ne? Also die Map, die braucht man doch einfach nur ein Stück kleiner zu skalieren. Das kann doch jetzt nicht wirklich das Problem sein in dem Spiel hier. Das ist immer noch so scheiße nah skaliert. Vielleicht gibt es auch wieder irgendeinen Knopf, den man drücken kann. Jetzt ist noch ein Überfall. Ja komm, das machen wir jetzt. Irgendwie sind die Lichteffekte auch ein bisschen anders, habe ich den Eindruck. Ein bisschen heller nachts. Aber halt immer noch hier dieses Gekrissle. Na, hier war doch ein Überfall. Ach, meistens sind da noch irgendwelche Leute, egal. Schade, dass die offenbar nicht sterben, wenn man sie nicht nennen kann. Ja, und irgendwie macht denen das nichts aus, wenn man den mit einem Colt in die Fresse schießt. Die halten viel aus, ne? Sogar Headshots mit dem Colt, ist klar. Da habe ich mir auch mal erhofft, dass die da mal ein bisschen, dass das mal ein bisschen besser gebalanced ist, aber auch hier... Mit ihren 30 Euro Dollar Waffen fügen die mir mehr Schaden zu als ich mit meinen tollen geilen Waffen. Aber die Lichteffekte haben sie wirklich anscheinend verändert. Immerhin. Lenkt aber nicht darüber hinweg ab, dass hier vieles noch scheiße läuft. Immer ein ganzes Magazin verballern muss hier. Guckt ja erstmal blöde. Naja. Gut, die KI, die wird wohl nie wirklich gut werden. Wo ballert er hin? Habt ihr das gesehen? Der ballert da zur Seite irgendwo hin. Was ein Spaß. Ja. Atmungsaktive Salamanderjacke. Das? Maelström. Ja, was ich bis jetzt am besten empfinde, ist, dass man die Steuerung endlich mal frei belegen kann. Moment. Upgrades. Was ich hier alles upgraden muss hier. Wahnsinn. Warum ist das hier so komisch rot? Was ist das? Was hat das hier für einen Effekt? Merkwürdig.
Ja. Oh, neue Klamotten. Ah. 37,6, 38,6. Nehmen wir. Oh. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Das sieht doch nicht schlecht aus. 2,94 Meter Reichweite. Ja, das lohnt sich doch. Ich will auch ballern. Halt. Entschärfen. Ich will doch mal eine andere Granate nehmen. Oh, wie sieht die aus hier? Neue Optik bei den Granaten? Ja, komm, wir hauen mal ein EMP rauf hier. Und anfällig für Kurzschlüsse. Platt ist er. Komm hier hin. Fuck! Alles muss man selber machen. Ach so, da ist gar keiner. Alles muss man selber machen. Das ist doof, hey, ihr könnt nicht klettern. Damit haben NPCs in vielen Spielen Probleme. Au! Auf die Pizza hab ich! Oh, was? Renn ich wieder hier. Oh, warte, ich will auch hauen. Wie geht denn das? Ja, war das doch irgendwie. Ach, geh weg, Mann! Jetzt muss ich das so wieder machen. Alter, bist du doof oder was? Moment. Dann lege ich das jetzt alles ab. Moment. Wow, ein Schlag. Bin gleich mal ein besserer Techie. Weil ich... Naja. Weil ich den so auf die Fresse gehauen habe. Zielanalyse, okay. Und dann... Was ist Zielanalyse? Ein Feuerzeug. Oh, wow, ein Feuerzeug. Tomahawk. Cool. Den behalten wir. Ach Gottchen, der lebt ja noch. Komm, wir gehen spazieren. Ich kann ja nicht rennen. Schade, ich dachte, ich kann hochspringen. Ah, und die Autos spawnen nach wie vor. Ach, jetzt komme ich ja nicht rein. Oh, guck an. Auf einmal gehen die Fensterscheiben kaputt. Das hat man im letzten Video ging das nicht. Moment. Ich muss mal eine Waffe ausrüsten. Oder ein Dutzend. Nehmen wir hier mal den Tomahawk. Eieieiei. Verbrechensmeldung. Geh weg. Immerhin, die Bullen sind nicht da, ne? Na, wo spawnen sie? Hinter welcher Ecke? Da! Siehst du? Wo kommen die her? Mit dem Auto sind sie jedenfalls nicht gekommen. Also, auch da nur ein Pseudo-Bugfix. Die sind trotzdem hierher gespawnt. Halt um eine Ecke, aber sie sind gespawnt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Au.
Eigentlich müsste da sind sie doch. Da eine Drohne. Die kommt auch immer aus dem Nichts. Und die kann ich immer noch nicht beeinflussen. Schade, schade. Ach, und die sind immer noch in ihrer Fötalposition. Und haben keinen Bock wegzurennen. Ich würde es tun. Und in dieser riesen Stadt, immer wenn du sie brauchst, das einzige, was hier flüchtet, sind Autos. Und die da hinten, da leuchten zwar Lichter von Autos, aber es sind keine, schlupp und weggespawnt. Das ist einfach nur, ja, Grafikscheiße. Guck mal, wenn ich jetzt hier ganz an den Rand gucke, da ist die Beleuchtung anders, ne? Wenn man jetzt mal ganz links schaut, ne? Wie das hier das Licht, mega scheiße, weil das ist hier das Licht hier von hier oben, das ist hier richtig kacke gemacht. Mann, Mann, Mann. Und auch hier, was soll das sein hier? Was war das jetzt? Die Kackdrohne oder was? Ach, guck, guck. Mich sieht doch gar keiner, wie ich hier ein Verbrechen begehe. Ist das ein Auto? Kann man damit fahren? Perfekt. Jetzt muss ich hier mit der Karre fahren. Und schon suchen mich die Bullen nicht mehr. Ich steige in ein Auto ein. Ah, ist genauso behämmert wie bei GTA, ne? Da gab es da auch mal so die Teile, wo du ins Auto eingestiegen bist und schon war alles gut, ne? Oder bist halt in den Laden gegangen und hast dir irgendwelche anderen Klamotten angezogen, kein Problem. Ja, und anstatt es besser zu machen, machen es andere einfach nur dämlich nach. Ah, jetzt hier, guck, die Beleuchtung. Auf Alt drücken und schon hat man hier eine ordentliche Sicht. Okay, also die Belichtung haben sie wenigstens bei den Autos geil hingekriegt. Kann man jetzt für die ganze Stadt nicht sagen, dass das funkt. Und ich will ja immer noch wissen, wie ist das jetzt mit der Beleuchtung im Helm? Weil ich sehe unten ja am Armaturenbrett schon wieder irgendwelche Lichtartefakte, die nicht so wirklich schlüssig sind. Ah, die Karre. Siehst du, Minimap. Boah. Fix das endlich mal. Das muss ja hier ein mega... Ich verstehe es nicht. Also ich merke hier von irgendwelchen Bugfixes relativ wenig. Ja, das mit dem Auto, mit dem Licht. Weiß ich nicht, ob es das vorher schon gab, dass man hier auch einen Nebelscheinwerfer anmachen muss. Kann. Ich finde es jedenfalls gut, damit man hier auch mal was sieht. Aber die Autofahrer sind noch genauso behindert. Also an der KI hat sich ja auch nichts getan. Ab und zu rennen die Leute mal weg, ja. Dann gehen sie wieder in ihre komische Position. Ballern die doch schon wieder. Ja, hier wird lustig geballert. Und die Bullen hier, die stehen da. Das interessiert mich alles gar nicht. Das ist so ein Lost-Scheiß. Die Bullen, die stehen da einfach da. Habt ihr das gesehen? Dumm wie Brot, ey. Ja, geh aus dem Weg. Das ist sowas Bescheuertes, ey. Richtig hohl. Lassen Sie wohl alle überall diesen Mac-Stock-Scheiß liegen hier oder was? Ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Verzieh dich. Ja, darf ich mir noch meine Belohnung abholen, wenn du schon nicht in der Lage bist, hier irgendwas zu scheißen?
Bösen Ruhe hier. Sonst spawn ich dir eine Kugel in die Birne. Die kommt ganz plötzlich. Ah, echt, hä? Also die Belichtung scheint jetzt nachts ein bisschen besser zu sein. Also das sieht man ja auch, ne? Das habe ich vorher so nicht mitgekriegt, ne? Dass das hier so reflektiert. Okay, das ist gut und schön. Aber hier, die standen ja einfach bloß blöde rum, anstatt zu unterstützen. Aha. Und hier wieder. Was ist das? Warum rennst du nicht weg, oder? Keine Ahnung, ja. Die stehen auch bloß blöde da. Also die KI ist nach wie vor hohl. Machen wir uns nicht vor, daran wird sich auch nichts ändern. So, jetzt verhökere ich erstmal diesen ganzen Käse hier. 28. Ah, was hatte ich denn jetzt? Welche wollte ich denn behalten? Die mit der meisten Power natürlich. 20. Ich habe doch hier Knarren. Und ich will jetzt einfach nur noch mal ins Bettchen hüpfen. Und dann mal schauen, wie das tagsüber im Auto ist. Ob es da auch noch diese komischen Problemchen gibt mit der Beleuchtung. Hier sehe ich auch schon, also es sieht relativ grell aus alles. So. Das sieht hier irgendwie ein bisschen anders aus, hier so am Rand. Kann das sein? Spinnig? Hier diese die Umrandung. War das vorher schon so rostig? Bin ich behindert? Ja, ne? So. Wo waren jetzt hier die Tiefgarage? Die war hier. Ah ja, das ist schon wieder so hell, ey. Pfoten weg. Was willst du? Er haut ab, Alter. Der hält ganz schön was aus, ne? Wozu waren Gorilla-Armen nochmal da? Keiner weiß es. Wahrscheinlich zum Bananenschälen. Da muss ich die jetzt töten? Fallen die sonst nicht um? Hier stehen lauter schöne Autos. Ich nehme jetzt aber das nächstbeste, oder? Weil bei manchen ist die Belichtung scheiße und bei anderen wieder nicht. Jetzt komme ich hier bestimmt in diese schönen, schnellen Schlitten nicht rein. Ach doch. Komisch. Ach, ja. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Gamepad? Hui. Hui. Zum Glück gibt es ja... Zum Glück muss man hier nicht... vor dem Pult abhauen mit dem Auto, ja. Aber man sieht schon wieder, das ist schon wieder extrem hell. Also auch hier hat man es offenbar nicht gefixt. Ich frage mich ja, warum hier am Tag alle hier mit Licht rumfahren. Wie ist denn das? 7:37 Uhr. Habe ich auch nicht an? Ja. Man weiß es nicht. Licht ist ja an. Die Sonne scheint und alle fahren sich ja mit Lampen an. Müssen sie gleich erstmal zeigen, wir haben neue Lichteffekte. Ja, aber sind noch genauso bekloppt wie vorher. Ja, also man hat hier sieht man es auch gerade wieder, es hat wieder geflärt. Ja, jetzt ist natürlich ja lauter, jetzt ist die ganze Stadt voller Tunnel. Aber die Tunnel. Ja, immer noch scheiß Kollisionsabfrage. Aber das ist nun mal so hier, komm, geh weg. Es ist immer noch zu grell. Viel zu grell. Viel zu grell. Und das Doofe ist ja, jetzt geht's. Jetzt geht's wieder nicht. Wenn ich jetzt aussteige, warum rennen die jetzt weg? Weil ich angehalten bin oder was? Gott, die sind so dumm. Die sind so dumm.
Ah, melde dich bei Militech-Agentin, bla bla bla. Ja, das wird aber offenbar noch immer nicht angezeigt. Wo die Militech-Agentin ist. Hier steht nur Nebenmission, Nebenmission, Nebenmission. Aber die Militech-Agentin, ja, keiner weiß es, wo sie ist. Vielleicht hätte ich den Auftrag zuerst annehmen sollen, ne? Ich kapier's nicht. Vielleicht ist sie hier. Ich glaub's zwar nicht, aber ich nehme jetzt den Auftrag mal an. Always look on the bright side of life. Warum rennen die? Die rempeln mich alle an hier. Und hier dieses Gekrissle. Mein Gott, ey. Wie kriege ich das weg? Ich gucke immer instinktiv nach dem Gamepad. Habe ich jetzt irgendwie mal umgefahren? Man weiß es nicht. Denn ein weiterer Kritikpunkt, den ich ja hier angeführt habe, der auch keine Sau gekratzt hat. Ja, schön hell. Ist das geil. Ach. 10.000 Seiten mit Bugfixes und dann immer noch diese Scheiße, Alter. Ich weiß nicht, was sich die Hersteller, was die sich für Plops durchlesen. Vielleicht irgendwie irgendwelche Konkurrenzfirmen, die dann sagen, hier, ihr müsst mal irgendwelche Fehler da anführen, die keine Sau wirklich interessieren, zum Beispiel 10 Milliarden Abstürze, aber für eine PC-Version hier, das interessiert mich wenig. Ich hatte hier kaum Abstürze. Mich interessieren eher essentielle Dinge wie eine normale Beleuchtung im Auto. Warum ist die Beleuchtung hier so kacke? Und warum ist sie zu Fuß nicht so kacke? Versteht da die Logik nicht. Gibt's auch keine. So, wenn ich jetzt die Karre hier abstelle, kommen die bestimmt wieder nicht dran vorbei. Wie? Wir haben Daten von Yotaros Privatserver. Jetzt wissen wir, wer ihm Leute für die Aufnahmen besorgt hat. Sein Name ist Jae Hyun. Menschenhändler und menschlicher Abschau. Ah, das hat man doch schon in der letzten... Erledige den für mich. Details anbei. Im letzten Video, da haben wir doch diese BDs geklaut. Also dieses eine. Jetzt ist die Beleuchtung okay. Obwohl da hinten wird es schon wieder richtig schwammig. Und auch die Auflösung ist ziemlich scheiße da hinten. Hier, gar da. Auweia. Moment. Wenn ich jetzt meine Präzisionsgedöns... Oh, ich kann noch einen Mod ausrüsten. Verringere die Nachladezeit. Mach den Schaden nicht tödlich. Da, wenn ich eine tödliche Waffe habe... Brauche ich keine nicht tödliche Waffe. Hä? Dann nehme ich einen Knüppel. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Der Tomahawk? Aha, guck mal. Der Tomahawk ist nicht tödlich. Hier sind wir wieder bei der Logik. Also, liebe Freunde, wenn ihr euch zur Selbstverteidigung einen Tomahawk kauft, haut nur kräftig zu. Keine Angst. Was hat er jetzt gesagt? Keine Angst, ist nicht tödlich. Oh, komisch, das sieht anscheinend jeder, hä? Illegale Aktivität. Der hat schon mal fick dich gesagt. Ich glaube, hier ist auch performancemäßig ein bisschen besser. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ach. Kann denn der das jetzt sehen? Das ist nicht gut. Ach, von wegen Präzisionsgewehr. Das Loch muss ja krank. Waffenglitch, Verseuchung. Ach, 75% anfällig für Überhitzen. Na, dann machen wir das mal heiß, mein kleines Schnäppchen. Ja, und das hat ihn nicht jetzt.
Jetzt ist er platt. Sehr schön. Au. Alter. Das ist eine Weltleckhütte. Was willst du? Warte mal hier. Ich hänge hier irgendwie fest. So, jetzt kommt Papa. Aber war das auch schon so, dass die so normal in die Deckung gehen und aus der Deckung heraus so ballern? Weil das ist mir nämlich auch neu. Moment. Wie? Was? Aktualisiert? Hab ich das gemacht? Rausch gemacht. Ah. Man. Tychon ist tot? Da wird mir so richtig warm ums Herz. Sehr gut. Auftrag ist damit erledigt. Das ist eine Drohne. Kann ich die manipulieren? Kurzschluss. Na toll. Ah, die Cyberware ist ja der letzte Husten hier. Oder? Ist die jetzt weg? Ja. Wir werden es nie erfahren. Ja, also das, was ich hier. Cool. Guck mal, die haben eine bessere Belichtung hier. Als das Spiel. Geil. Das will ich haben. Ja, ja. Feindlicher Bereich. Ist klar, Keule. Echt tolle Beleuchtungseffekte. Nee, deine Schrotweste will keiner. Schrotflinte, Schrotweste. Oh, da, guck mal, das kann man gleich ausrüsten. Ich nehm's mal. Ich rüste es mal aus. Yay! Wie nutzlos. Aber komisch, dass der dann immer noch seine Hosen anhat. Ich will den doch ausziehen. Und das Mäuschen ja auch. Ah ne, das ist ein Mann. Naja, das weiß man heutzutage ja nie, ne? Kaffee. Es wäre schön, wenn es dazu auch eine Animation gäbe, wie er sich da irgendwas nimmt und was isst oder so. Ich meine, das kriegen schlechtere Spiele heutzutage ja auch hin. Nicht wahr? Und hier gibt es diese Animation ja. Wie er sich hinsetzt. Aber hier kann man sich ja nur an die Stellen, an den Stellen und auf die Plätze hinsetzen, die das Spiel einem erlaubt. Oh, Schema, Ashura, was auch immer das ist. Wird einmal hier nicht erklärt. Hier ist immer noch feindlicher Bereich. Da oben ist irgendein Spaß. Ach, die Drohne. Die Drohne. Yay! Oh, da ist was Rotes. Oh, da ist was Totes gleich. Ich will nicht sterben. Hoi! Schwein gehabt. Legendäre Itemkomponenten. Was, warum sind die immer hier? Müssen die alle kacken oder was ist hier los mit denen? Netwatch. Ah, kommen da die Drohnen her? Hi. Jetzt bräuchte ich eine Cyberware, die die Drohne auf meine Seite zieht. Das wäre doch mal geil. Nee, ich will die Jauche. Ja, jetzt bin ich hier drin. Das ist irgendwie zu hell. Also hier finde ich die Belichtung schon wieder kacke. Hier, das flubbelt so hin und her. Also wenn die hier nicht Uran weggeschmissen haben, das leuchtet mir ein bisschen zu sehr.
Hier ist alles überhaupt ein bisschen zu beleuchtet. Nee. Ich dachte, es ist Night City und nicht Bright City. Verlass die Stadt, bevor es zu spät ist. Ja, nee, ist klar. Zu spät, wofür? Oh, hier, wie das aufploppt. Das dachte ich, das haben die mal... Hier, da hinten, die Kisten, ganz spät aufgeploppt. Man kann doch mal einen größeren Bereich vorab laden. Muss doch nicht immer hier die 30 Meter Marke sein. Dummerweise kann ich hier, das hier kann ich herstellen. Nee, kann ich nicht. Legendäre Item-Komponenten habe ich, aber mir fehlen die epischen und die seltenen. Ein Smart-Scharfschützengewehr. Ja, so ein Pech. Ich brauche eigentlich auch eher Quick-Hack-Komponenten. Aber egal jetzt hier. Also, das Fazit, ja... Es ist gemischt. Aber es ist immer noch diese extreme Helligkeit beim Autofahren, die absolut kacke ist. Braucht keinen Schwanz. Und ja, also das, was mich stört, ist eigentlich fast alles noch da. Es läuft ein bisschen flüssiger, habe ich den Eindruck. Aber ja, die Lichteffekte, das ist halt so ein Ding für sich. Vielleicht muss ich ja auch noch in den Einstellungen ein bisschen rumpopeln, keine Ahnung. Ja, das war's erstmal und ich sage... Ciao!